Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Deep Sky to Relics. Wir befinden uns immer noch auf der Execure und unserer Crew geht's eigentlich ziemlich gut und uns geht's auch ziemlich gut und unserem Loot geht's ziemlich gut. Wir haben nämlich schön viele Sachen gefunden und mir geht's auch ganz gut, schätze ich. Meine Stimme versagt ab und zu ein wenig, aber das ist ja nicht so schlimm. Das Husten schneide ich dann natürlich raus. Das ist gar kein Problem. Ich darf es halt nur nicht vergessen. Und Mann, das Schiff ist echt groß. Jesus. Wir machen. Aha. Oh, oh. Hallo. Hallo. Ein Übeltäter. Ein Mörder. Deine Übertretungen sind schwerwiegend. Genauso wie die Sanktionen, die dich erwarten. Seid ihr sicher, dass wir uns nicht irgendwie einigen können? Der Verrat herrscht in dir, nicht in mir. Keine Gnade für dich. Okay. Gut, das sind neue Gegner, die machen aber, ach du Scheiße, die machen ganz schön Schaden. Die zwei hatten wir schon mal, das weiß ich, bei dem bin ich mir nicht sicher. Ich weiß auf jeden Fall, dass Arles gar nichts hat gerade, eieiei. Wir geben ihm trotzdem mal den Adrenalinschub. In der Hoffnung, dass der Frank das auch bekommt, aber dem ist nicht so. Dann darf sie mal nachladen. Und sie darf sich kritisch verstärken. Und dann darf sie mal eine Karte ziehen. Explosives Schleudern klingt doch echt schön. 83% ausweichen. Das ist nicht so schön. Jesus Christ, das fängt ja gut an. Oh nein, ich möchte nicht im ersten Encounter sterben der neuen Aufnahme. Eieieiei. Unterstützungsbot, da bin ich dabei. Unterstütz uns mal, Unterstützungsbot. Was auch immer du genau tust. Nichts. Okay. Ausweichen. Schön auf sie drauf. So, du? Haben die immer noch so viel ausweichen? Nein. Okay. Dann mache ich erst einen empfindlichen Schuss. Ach, die weichen nur Fernkampfangriffen aus. Ist das so? Ist dem so? Distanzangriff ausweichen. Aha. Na, dann markiere ich die mit einem als Ziel. Und dann gibt es einen Doppelschlag auf den Popo. Klack, klatsch. Und sofort getötet. Das ist gut. Das ist nicht so gut. Es sieht zwar ziemlich epic aus, wenn er die Ferno-Raketen auf uns schießt, aber unserem Schild gefällt das, glaube ich, nicht so. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Ja, du stirbst. Wachgeschützturm. Für mehr Ziele, für mehr Chance, dass wir nicht angegriffen werden. Der macht zwar mittlerweile auch einfach keinen Schaden mehr, aber wie gesagt, er zählt einfach als weiteres Ziel. Und dadurch bringt er uns schon einiges. Wir machen das gleiche bei der da. Das Ziel markieren und dann Nahkampf. Kritisch getroffen. Einmal nochmal. Hat ihn gekillt. Das ist schön. Bist du biomechanisch? Ja, das heißt, wir können dich ruhig stellen. Hätte ich mal vorher machen sollen. Du bist dann. Brennender Einsatz. Was macht das? Angriffe bewirken Verbrennen. Uiuiui. Schildmanipulation. Jetzt hat er kein Schild mehr. Das ist schön. Kritisch null. Okay, du bist. Tödlicher Schuss. Ich meine, wieso nicht? Schade. Hätte aber klappen können. Ein guter Heal auf alle einmal. Dann müssen wir nach dem Kampf nicht sofort wieder zurück in die Station, sondern gehen auf unsere normalen HP zurück. Und dann. Versuch doch mal Schaden zu machen. Mach doch mal das hier. Das macht zwar nicht so viel Schaden, aber wenigstens verstrahlt es den Gegner.
Du triffst natürlich auch nichts. Oder machst zumindest keinen Schaden. Empfindlicher Schuss. Setz mal die Schadensresistenz von dem runter. Oh. Du hast dein HP auf 1 gesetzt. Okay. Frank. Kill den. Sehr gut. Jetzt können wir mit unserem ganzen Kram hier zurück in die Station gehen. Das nehmen wir noch auf dem Weg mit. Ist bestimmt was super Tolles. Nein, wahrscheinlich nicht. Und dann können wir uns endlich mal, darauf freut ihr euch bestimmt alle, endlich unsere Ausrüstung ansehen, die wir gefunden haben. Hooray! Also mich interessiert es ja tatsächlich brennend. Jetzt fangen wir natürlich wieder bei Arles an, einfach weil, schaut wie viele Waffen wir haben. Okay, ihre macht 12 Schaden. Die macht schon mal 14 und hat 8 kritisch. Oh Jesus, die macht echt viel Schaden. Die ist echt gut. Die ist vor allem echt besser als unsere. Zack. 15 Schaden. Gezielter Schuss. Was macht der gezielter Schuss? 110 bis 140% Waffenschaden plus 5% Crit-Chance. Ja, ist okay. Das ist nicht so, was ich will. Das ist unser altes Ding. Das ist auch nicht, was ich möchte. Okay, das war schon mal ein Upgrade. Wir haben ein Upgrade, das gibt's ja nicht. Kritische Schadensbonus, Rüstung untersetzen. Ausweichen. Aha, aha, aha. Interessante Sachen haben wir hier. Ich werde jetzt nicht alles vorlesen, weil das einfach sonst ewig dauert. Feuert ein zweites Projektil mit 36% Schaden ab. Schwierig. Aber tatsächlich, glaube ich, bleibe ich erstmal dabei, weil die hier sind halt echt gut. Die sind echt gut, vor allem das hier ist echt gut. Ach, das muss ich eigentlich echt reinnehmen. Dann fliege ich halt ausweichen. Ja, ich nehme es trotzdem ein. So, immer wenn wir jetzt schießen, haben wir eine Chance von 78%, dass der Gegner Feuer fängt und dass er einfriert. Gleichzeitig, möglich. Möglicherweise sogar, wer weiß. Energieklinge. Aha, aha. Plus 12% Schaden. Plus 12% Schaden auf alles oder plus 12% Schaden auf die Waffe, die hier gezeigt wird? So oder so ist sie nicht wirklich besser als meins. Kein Energieklingen-Mod, das ist schon mal okay. Oha. Ach du Scheiße, das ist echt gut. Und irgendwas hat es gerade disconnected auf meinem USB-Device. Achso, das war der Xbox-Controller. Alles gut, kein Problem, alles okay. Ja natürlich, 20% mehr Schaden, na klar. Ah, tatsächlich, man sieht's hier. 20%, 20 Waffen, 10 Ausweichen, 10 kritische Schadensbonus. Yeah! Das ist gut. Granaten. Mehr Schaden. Verzögern 1. Angriff verstärken. Zweifacher Schaden. Aha, aha, aha. Mehr Granaten. Mehr Schaden. Das nehme ich rein. 10% mehr Schaden. Eine Initiative. Aha. Aber ich mag halt optimieren und kritisch verstärken so gern. Aber durchgehend 10, also 5% mehr Schaden zu haben, fügt noch Ruhe. Nee, wir bleiben so. Oder? Nee, komm, ich nehm das hier. 15% Schaden, jawohl.
Schilde, Schildigard. Und das hat 5% Ausweichen. Das ist das, worauf wir hauptsächlich achten werden. Wenn es irgendwie noch unseren Schaden erhöht, wäre es natürlich noch besser. Maskieren. Unsichtbar für 3 Runden. Aha. Ja, wieso nicht? Wieso nicht? Das ist gut. Wir können uns jetzt unsichtbar machen und unseren Schild selbst härten. Das ist sehr schön. 3% Schaden. Das gibt Ausweichen. Ah ne, 7% Schaden. Verzeihung. Das gibt auf jeden Fall Ausweichen und Schadensresistenz. Das ist nicht, was wir möchten. Schildreparaturfähigkeit ist auch nichts für uns. Schadensresistenz, Schadensresistenz, Schadensresistenz. Das ist ja langweilig. Schutzkreis und Spiegelungen. Eigene Einheit erschafft 3 Spiegelungen, die 5 Runden lang anhalten. Die Spiegelung hat eine Chance von 50% einen Angriff zu blocken und dabei vernichtet zu werden. Das ist echt gut. Völlig ohne zu uns, aber echt gut. Ja, das erhöht alles meinen Schaden, deswegen bleibt es dabei. Gut, Frank. Muss ich mal einen Schluck trinken, damit ich hier nicht vollkommen ins Mikrofon huste gleich. So, ich hoffe, das hat geholfen. Okay, 13 Schaden. 13 Schaden. Und viele, viele Angriffe. Das hier hat wieder das unterdrückende Feuer, das gefällt mir. Aber jetzt auch nicht wirklich irgendwas dabei, was ich haben will. Kritische Treffer, werde ich das rausnehmen? Achso, das ist eh nur für die Waffe. Das erkennt man daran, dass es hier steht und nicht hier oben. Glaube ich. Schätze ich. Denke ich mal. Würde ich mal behaupten. Das ist doch alles nichts, was ich will. Ausweichen, das will ich. Ausweichen ist gut. Ja, du kriegst Ausweichen. Dir bringt zwar das Ding an sich nichts, aber 4% Ausweichen ist besser als gar nichts. Heilungswerkzeug haben wir keins bekommen. Was gibt's denn für Mods? Chance von 8% Energie zu ziehen. 1, wenn eine Heilungskarte gespielt wird, das ist ziemlich gut. Verblüffen und Blitzfieber ist ganz okay. Verblüffen und Nervengift ist super. Das ist auch super. 19 Heilung, 2 Initiative und Reflexbooster. Verblüffen, Verblüffen und Heilung. 10 Heilung, Energieeffizienz. 50% Ausweichen. Was macht Blitzfieber nochmal? Wo ist Blitzfieber? Blitzfieber, wo bist du? Bewirkt 40%, ne? Hat uns jetzt schon ein paar Mal gerettet, aber wir ziehen es auch nicht so oft. Dann nehme ich lieber das hier. Es gibt uns wenigstens durchgehend Heilung. So, Schild sollte ziemlich einfach sein eigentlich. Das gibt 9% Ausweichen. Yikes, das ist echt viel. Ich glaube, wir haben nichts Besseres als das hier. Die Mods vielleicht noch, ja. Parade. Oh, das ist ja spannend. Das können wir doch bestimmt ersetzen. Da haben wir doch bestimmt was, was besser ist. Ja, hier, gucke mal. Und besser als das kann ja auch nicht so schwer sein. Daha. Gut. Auch der Frank ist fertig. Der kann jetzt Spiegelungen von sich selbst herstellen. So, Grunt, deine Shotgun. Die braucht doch mal bestimmt ein Upgrade. 12 Schaden. Shotgun, 13 Schaden. Wildes Geballer, gezielter Schuss, aufgesetzter Schuss. Bla 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 bla. Aha, aha, aha. Nee, ist alles trotzdem nicht so geil. Irgendwie nicht so wirklich. Schadensaufteilung Durchstich plus 7 auf Waffen. Aha, aha. Blindfeuer finde ich ja bis jetzt gar nicht so geil, muss ich zugeben. Und da ist es gleich dreimal drauf. Hervorragend. Sollte ich auf jeden Fall nehmen.
ein Zweitlauf und ein Laufchoke und mächtiger Kraftverstärker. Chance von 47%, Initiative zu senken und... Schockwellenschuss klingt halt schon echt epic, aber irgendwie alles nicht so, was ich will. Ein Upgrade für die Granaten? Nö. Das bleibt so. Das ist okay. Neues Werkzeug haben wir nicht. Vielleicht ein paar Mods. Die Schildmanipulation ist halt echt gut. Vielleicht... Oha! Oha! Da komme ich direkt ins Stimmbruch. Oha! Schildabsaugung. Wie darf ich das verstehen? Heißt das, wenn ich Schaden mache, bekomme ich Schild zurück? Das wäre ja nice. Was macht ein Energiefeld? Ist das das mit der Schadensresistenz? Systeme stärken? Nee, das ist es nicht. Hier. Energieeffizienz und Schadensresistenz. Ah ja. Das hatte ich gerade drin. Dann tue ich es wieder rein zum Vergleichen. Systeme stärken. Eigene Einheit unverbindete Reinigung von Überladeneffekten. Erhalte 3 Runden lang Immunität gegen Überladen und Betäuben. Aha, okay. Mehr Bots. Aber ich brauche nicht mehr Bots. Aber noch eine Schildmanipulation wäre halt echt gut. Nehme ich lieber rein statt die Schadensresistenz, weil... Who cares? Wenn der Gegner tot ist, kann uns das auch wurscht sein. So, du hast dein Aufladeschild und kriegst doch bestimmt ein paar bessere Mods. Guck mal, wir haben doch hier was vorhin gesehen mit Schildreparaturfähigkeiten sind um 27% effektiver. Da sind aber zweimal Reparaturpuls drauf. Aha! Gefunden! Einfach ein kleines Upgrade dafür, aber immerhin ein Upgrade. Und da ist auch nochmal Reparaturpuls drauf. Und Reparaturpuls ist so gut. So. Effektiv noch nichts gemacht in der Folge, außer einen Kampf zu machen. Muss aber halt auch mal sein. Deswegen ist es ein Dungeon Crawler. Deswegen ist es Inventory Management, das Spiel. Gehört alles dazu. Immer noch keine Ahnung, wo die Malocha-Stacheln sind. Werden wir wohl nie finden. Schade, aber ist dann halt so. Erstmal wieder richtig hinsetzen. Ah, yeah. Aha, aha, aha. Die bleiben weiterhin bei uns, die Datapads, weil ich die nicht verkaufen will, weil ich immer noch die Hoffnung habe, dass wir damit was machen können. Ganzen Scheiß weg. Wir haben so viel gehamstert jetzt, die letzten paar Plündergänge, dass unser ganzes Inventar voll geschissen ist mit Müll. So. Gibt's hier noch irgendwas? Ein Plünderkit? Ich nehme gleich beide, komm. Wow. Hektische Angriffe. 15 Schaden. Das klingt gut. Alles, was hast du denn? 13 Schaden. Doppelschlag, Doppelschlag, schneller Schlag. Aha, aha. Und plus 6 auf Crit. Die haben direkt Durchstich. Ha. Schwerer Nahkampf brauchen wir nicht. Mentalwerkzeuge brauchen wir nicht. Schrottdistanz. Ne, Schrotdistanz. Nicht Schrott. Na hier, guck mal, das ist doch genau, was wir wollen, oder? Grunt. Was sagst du? 12, da, 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 da. Das könnte tatsächlich ein Upgrade sein. Oh, Baby. Ich glaube es nicht. Aha, aha, aha. 29 Waffen. 12% Schaden. Also erstmal kriegst du deine Shotgun. Die macht 2 Schaden mehr. Eine Schadensaufteilung. Erhöht unseren Schaden. Nicht den kritischen Schaden, sondern den normalen Schaden. Gibt Gott sei Dank keine Heilung. Und du machst mehr Schaden an Schilden. Nice. 20%, 10% Ausweichen. Ach ja, deswegen war es so gut, weil es 10% Ausweichen gibt und sie dadurch 46% hat. Ja, da kommt das Ding natürlich nicht dran. Oh, Verzeihung. Tödliche Treffer. Meh.
43 Heilung, wow. Aha, interessant. Immer noch nicht nützlich, aber interessant. Gut. Können wir was denn upgraden? Wir haben so viel Geld. Scannerreichweite. Okay. Zeige Einheiten ihre Level und entfallen Entfernungsanzeiger. Nice. Horror bleiben länger gescannt. Nice. Passives Scannen. Nee, will ich nicht. Energiereserven brauche ich nicht. Inventargröße brauche ich auch nicht. Das heißt, wir machen die Scannerreichweite. Boom. So, und jetzt habe ich 20 Minuten gequatscht. Jetzt mache ich hier mal einen Aufnahmestopp. Das tut mir zwar jetzt schrecklich leid, aber wir haben wenigstens einen Kampf gesehen. Wir haben ein bisschen Inventar gemanagt. Muss sein. Jetzt sind wir erstmal lange Zeit wieder raus aus dem Inventar. Nächste Folge geht's weiter auf der Execure. Ich hatte Spaß. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Like, kommentiert das Video, abonniert meinen Kanal und vergesst nicht, euren Wuffel zu füttern. Ciao.